Hallo und herzlich willkommen beim neuen Modpack-Projekt zu Minecraft. Ja, ich habe angefangen, ein paar Mods zu installieren und fand es so cool, dass ich natürlich euch das auch gerne zeigen möchte. Ich nehme jetzt nicht alles auf, aber zumindest wirklich die spannenden Sachen. Und momentan bin ich ja schon langsam am Verzaubern. Ich habe, glaube ich, dreimal verzaubert. Einmal die Spitzhacke und zweimal eine Angel, die nicht so gut wurden. Die Angel habe ich verzaubert und die bei Level 1, weil ich Glück des Meeres wieder bekommen hätte, auf Level 30. Jo, können wir gleich mal verzaubern wieder. So, ich habe nämlich richtig tolle Mods installiert, nämlich Medieval, nein, Ancient Warfare heißt, glaube ich. Ist ein alter Mod, den ich mal in einem Modpack gesehen habe und der extrem gut eigentlich gewachsen ist. Schärf, okay. Nein, nur Schärf. Mist. Ja, und solche Häuser so einfügt oder hier die Burg. Und das sind, je nachdem wie weit du bist, eigentlich am Anfang immer feindliche. Das sind Zelte dort hinten. Ja, die du halt einfach aus dem Weg gehen musst am besten, weil sie noch am Anfang echt stark sind. Und die kannst du irgendwie dann zu freundlichen machen. Wahrscheinlich, wenn du die ersten NPCs spawnst. Also anziehend. Du musst hier zum Beispiel das machen wir etwas. Was, ja, Holzfäller oder so. Oder Bergmann ist nicht schlecht. Kommandant, Priester, Händler. Ah, sind Aufträge jetzt. Machen wir mal einen Bergmann. Also, anschauen. Wie geht das jetzt schon wieder? Das kann man nicht anschauen, wie man das macht. Dann muss ich mich noch mal informieren. Wenn sich jemand auskennt, darf ich gerne mal ein paar Tipps geben zu manchen Mods. Ich kann ja mal kurz ein bisschen durchschauen. Es leckt gerade. So. Also, die ersten sind natürlich die Vanilla-Items. Ja, ist ein bisschen Probleme beim Laden machen. Keine Ahnung, wie man das behebt. Auch die Basse, also die haben immer so Linien, schwarze Linien, wie man die besser macht. Wahrscheinlich Connected Texturen ausmachen oder so. Ja, hier haben wir Trebuchet, Kanonen, Rambock, Katapult, heftig. So, was wir alles machen können. Custom MC ist natürlich drin, das ist wichtig, Dekokräfte. Aquakultur wegen dem Angeln. Ich dachte, es geht besser mit dem Angeln, aber es werden andere Fische geangelt und weniger Loot. Und ich möchte gerne eher Loot angeln. Das ist alles Deco-Craft. Gibt es auch sehr viele neue Items. Seite 1.10, 2 oder 1.11, 2 oder 1 oder so. Hatte ich das letzte Mal das verwendet. Gibt sehr viel. Ja, ein Chest sehr wichtig. Und meine Kolonie ist auch relativ wichtig. Ich möchte natürlich auch eine belebte Stadt haben und so weiter. Können wir auch mischen mit dem Ancient Warfare. Noch mehr Optik-Mods. Dann Mistcraft, damit ich die Welt nicht immer die ganze Zeit abfarmen muss. Strukturreis kenne ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich zum Mistcraft. Ah, Dragon Mounts, unbedingt. Drachen machen. Aber ich habe bis jetzt noch kein Ei gefunden, deshalb kann ich das noch nicht machen. Und ja, dann ist es fertig. Also nicht gerade so groß, aber dafür echt toll, weil man echt viel bauen kann. Und echt viel mit MCs machen kann. Ich bin ja nicht so der Technik-Fan. Hier habe ich übrigens eine Fischfarm gebaut, die nicht funktioniert. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, es ist alles ein bisschen asynchron. Doch irgendwie ein Server, aber ich weiß nicht, wie man den Server ausmacht, denn
Privatding, also keine Ahnung. Was sollte ich jetzt noch kurz machen? Ah ja, Grafikeinstellungen, Qualität, verbundene Texturen. Ob es jetzt besser wird, ladet auch wieder ein bisschen lange. Ja, das Modpack ist auch hoch aufgelöst. Eventuell liegt es daran oder so. Muss ich ja noch kurz, also muss ich alles noch ein bisschen anpassen. Ah, Bitmap muss ich ausmachen. Ach komm. Ja, reden wir etwas über Endwarfare. Also ich habe echt Lust, da so ein bisschen automatisieren, ein bisschen lebendig zu machen. Ah, jetzt. Also machen wir das mal aus mit Map. Vielleicht geht es dann eher. Und ich werde dann testen, ob die verbundenen Texturen wieder Grafikfehler macht oder nicht. Das geht nämlich lange. Aber mit Mac geht leider auch lange. Keine Ahnung, was da nicht so gut läuft. Der andere Mod da mit der Performance ist auch drin. Da kann ich mal kurz gerade zeigen. Mit Map will nicht. Mit Map will nicht. Ja, hast du jetzt irgendwas? Ich habe ein Geräusch gehört. Komm jetzt. Hallo? Sind das die einzigen, die so lange brauchen? Genau. Will nicht. Es will einfach nicht. Ja, was ich vorhabe, ist eigentlich so, ja, ziemlich viel zu bauen, viel ich zeigen zu können und so weiter. Und ich werde ich auch noch jetzt viele Mods einfügen. Ich mache das jetzt nochmal kurz an. Ich hoffe, es geht nicht so lange jetzt. Weil ich einfach Lust habe am Gestalten und so weiter. Ich habe jetzt extra noch nicht so viel, also eigentlich gar nichts gebaut, damit ich einfach die Zeit schneller durchhabe, bis ich da die Waffen und alles habe und mit der ich ein bisschen die Gebäude reiten kann, die gespawnt werden vom Ancient Warfare. Also, übrigens zwei Spawner gefunden. Schön. Jetzt sollte es weg sein, oder? Ja, jetzt ist es weg. Gut. Glück gehabt, dass es nicht irgendwie so aufwendiges ist. Ja, und hier ist das der Junk Loader, der Willy. Und ja, im Nether war ich auch kurz natürlich, um auch Level zu sammeln. Das ist Erkunden 1 und da hinten war ich auch schon. Hier ist das Skelett spawnen und das ist Zombie spawnen. Ja, jetzt muss ich nur wissen, wie man am besten eine, ja, nicht Kosten, ja, nicht große Kosten habe, einen Mob-Spawner mache, also, ja, eine Farm mache. Und so weiter. Da hinten ist das Spawn-Dorf, da ist das Spawn. Ja, ich kann ja mal kurz zeigen hier an der Festung. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Essen habe ich noch genug, gut. Ah, hier ist ein dicker Baum, oder? Ne, das ist einfach ein dicker Eichenbaum. Mal ein bisschen verstecken. Spawnen leider erst, wenn man nah dran ist. Ja. Die Fan hat doch irgendwie, ja, so Ballista. Ui. Muss das in Deckung bleiben. Hallo? Nein! Ja, sie schießen schon, also sind viel effizienter als Skelette und deshalb auch so stark. Wenn man jetzt noch nicht eine gute Rüstung hat. Das ist natürlich nicht so gut. Hallo. Immer noch am Schießen? Und der ist noch am Schießen. Ja, sie waren. Bis sie. Bis sie eine Chance haben gegen mich. Bin doch der Beste, ne? Also, sie machen zwar nicht so viel Schaden wie Skelette, aber sie treffen eigentlich relativ gut. Oh, das ist von der Ballista. Keine Sekte. Was ein Ei!
Jetzt habe ich das erste Ei gefunden. Ja, was macht man mit dem Ei? Ich glaube, Fisch muss man geben. Habe ich eigentlich. Also können wir mal kurz. Ich brauche unbedingt so einen grünen Drachen. Ich habe gehört, rote Drachen sind in der Wüste. Oder gelbe Drachen, aber ich glaube, rot war es. Wenn es ein bisschen komisch vorkommt. Und im Neffer gibt es, glaube ich, auch rote Drachen. Also man kann sie dann irgendwie züchten, also zu mehr machen, zu mehr Sorten. Also da können wir noch mal kurz schauen. Ja, es sind ziemlich viele. Ich glaube, das sind nicht alle. Was sind es alle? Und es ist noch ein anderer Mod, der noch mehr hat. Irgend so etwas. Ah, hier hat es noch mehr. Äffer, cool. Ja, das sind R hier und das sind Essenzen. Auch vor allem von den Rüstungen her und so. Echt geiler Mod. Ja, Dragonmance heißt er. Was ich jetzt eigentlich wollte ist. Ah, die Fische sind hier oben. Glaubro. Muss ich dann schauen. Irgendwie bekommt man die schon. Gibt's irgendwie einen Aufwecker oder so? Oder müssen wir warm machen? Eventuell müssen wir irgendwie das Ei wärmen. Sonst einen Schankloader wieder hinstellen, damit es irgendwann schlüpft. Ja, das ist so. Man bekommt eigentlich wenig Informationen über die Mods. Ah, ich habe ihn jetzt berührt und er ist kurz gehüpft. Essen wir selber. Ich werde es mal beobachten und dann im zweiten Part ja, eventuell vorstellen, wenn er schon geschlüpft ist. Da ist ja auch noch irgendwie ja, Blumen und so. Ich werde wahrscheinlich das Meer dann noch aus dem See hier auf der Minimap zu sehen. Okay. Also. Was ist das jetzt verdeckt? Ich möchte gern das weg haben. Das Dunkle. Ja, jetzt muss ich nur wissen, wo man. Also, Tag auf Tag stehen. Also, in jeder Richtung bin ich schon ein bisschen gewesen. Ja, Westen noch nicht so. Sieht aber cool aus, die Map. Nur noch nicht so viel Abwechslung. Da unten ist eine Burg, da ist eine Burg scheinbar. Das ist auch eine Festung hier oben. Das ist Festung, man kann es das nicht lesen. Also Indianer und Festung habe ich hier notiert. Und hier ist vom Empire, die habe ich angegriffen, ein bisschen gelootet. Aber ich möchte eigentlich die als Freunde haben. Müssen wir dann schauen. Ich werde mich sehr informieren zwischen den Parts. Aber es geht halt nicht so gut, weil ich sehr viel Sport mache und dadurch nicht gerade so viel Zeit habe zu spielen, zu mich informieren. Also wenn ihr euch auskennt oder mir für die Hilfe ein bisschen geben könntet, wäre ich sehr, sehr dankbar. Weil, ja, braucht schon so einige Zeit zum Aufnehmen und Planen und so weiter. Und deshalb. Ja, so hier jetzt. So viel Schweine sind weiß nicht. Ich habe sie gesucht. Wollte eigentlich die Schweine für Nahrung immer haben. Aber gut, jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich nochmal ein Gehege machen. Ist nur ein bisschen aufwendig, weil die brauchen recht lange zum Fällen. Die großen Bäume. Die großen Fichten. Weil ich habe so einen Mod drin, wo man alles, also alles runterfällt und deshalb. Geht schon lange, bis man einen Block abgebaut hat, dass so alles runterfällt. So, was könnten wir noch machen? Ja, das ist die Sache.
Wir haben so viele Sachen, wo man Eisen braucht, aber ich kann jetzt gerade nicht so sagen. Ja, Eisenkisten wollte ich. Einen Eisenofen habe ich, glaube ich, nicht. Würde auch gut tun. Goblin Totem, sieht das hier noch? Ja, ich finde es eigentlich nicht schlimm, wenn die Öfen länger brauchen. Oder einfach normal lang brauchen. Ja, leider. Ah ja, Backpacks könnte ich noch machen. Diamant ist zu viel. 6 Diamanten. Schade. Witze, Papi. Ja, vielleicht mit meinen Kolonies mal anfangen. Da kenne ich mich ein bisschen mehr so aus. Ein Herd. Boah. Da brauchen wir viel Eisen. Heftig. Ja, mit Mistcraft fange ich auch an, wenn ich genau weiß, wie. Also Verbindungsbücher immer mitnehmen. Ich weiß nicht, ob die in den Backpacks auch etwas nützlich sind. Kann ich das in meinem Backpack eigentlich immer mit mir nehmen? Ja, Schreibtisch brauche ich. Lässt sich machen. Schreibtischrücken brauche ich, glaube ich, nicht. Tintenmischer brauche ich. Das geht nicht. Buchbinde brauche ich, glaube ich. Also das ist Eisen und Cobblestone Holz. Ja. Buchstände brauche ich, damit die nicht herumgeschoben werden. Die Bücher. Lesecode und dann muss ich eigentlich ein Beschreibungsbuch machen. Aber wie? Glaube in einem der. Ich glaube im Schreibtisch oder so kann man die machen. Werde ich mal schauen. Und testweise werde ich wahrscheinlich mit dem Kreativmodus in die Welten gehen am Anfang. Weil eventuell sind viel zu viele Monster dann in der Nähe oder giftige Atmosphäre oder sonst irgendwas. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Und wie schön die Sonne hinter dem Schloss untergeht. Gibt coole Rassen. Also das sind Menschen gewesen, es gibt Orks, es gibt, ich glaube, untote Piraten, Indianer und boah. Ja. Also, ja, leider im ersten Part noch nicht so viel zeigbar, deshalb denke ich mal, ich beende hier das Video. Und ja, das nächste Video kommt in ein paar Tagen, denke ich mal. Mal schauen, wie oft ich das machen kann. Ja. Wie oft ich vorwärts komme, oder? Ist ja schon wichtig. Ja, viele Netherquarzen, die ich gefunden habe wegen dem Leveln. Und wegen dem Bauen. Wo ist Glowstone? Ja, hier habe ich Glowstone. Also, ich werde noch kurz das Ei junkloaden. Und ja. Wird spannend. Also ich mag es eher ein bisschen kleiner, weil man hat dann viel zu viel Ablenkung. Man kommt eigentlich dem gar nicht mit dem Spiel nach, weil man so viel bauen muss, so viel craften muss und so weiter. Und so weiter. Dragi. So, und hier keine Rolle. Dialog. Und hier Größen ist Verfolger. Junkloader. So, noch die Werte ein bisschen höher machen. Recht viel, damit er ja nicht stirbt. Und dann sollte hoffentlich bald der Drache aus. Ah, hier ist noch eine Kiste. Cool. Gar nicht gesehen. So weit unten ist die Kiste. So richtig bisschen tiefer. Heftig. Also dann hatte ich richtiges Glück. Dank dem Video. Ja. Ich hoffe, es wird was. Und ja. Ich hoffe, es kommt auch ein bisschen gut an bei euch. Und ja, ich werde natürlich nächste Zeit viel besser, auch mit der Qualität und mit dem schneller Reden und so weiter. Ich bin halt ein Schweizerdeutscher.
das heißt der Schweiz, und deshalb sind wir sind eher langsam am Reden und haben nicht so viele Silben und alles Mögliche, nicht so viele Zeitformen und so weiter. Deshalb geht es halt momentan noch nicht so gut. Ja. Also. Zuerst mal Sport machen und dann ja, geht hier aufnehmen. Kommen ein paar Leute jetzt dazu. Ja. Also, tschüss.